Hallo und herzlich willkommen hier auf Lehrer.de. In diesem Video geht es darum um Sammellinsen und ihr Verhalten und um die Linsengleichung. Nun, warum nennt man Sammellinsen Sammellinsen? Was ist eigentlich eine Sammellinse? Das hier, was ich hier gezeigt habe, das nennt man Sammellinse. Sie besteht aus zwei Buckeln sozusagen. Man nennt das in der Physik konvex. Das heißt, das ist bikonvex, weil auf beiden Seiten eben die Linse konvex ist. Nun, wir schauen uns einmal an, was hier passiert, wenn ich mit parallelem Licht draufstrahle. Das kann man sich vorstellen, wie wenn ich auf eine Lupe das Sonnenlicht fallen lasse. Das ist so weit weg, die Sonne, dass das Licht annähernd parallel bei uns ist. Wir können davon ausgehen, dass es parallel. Versuchen wir das hier mal zu simulieren. Das heißt, wir schauen uns mal den einfachsten Fall an. Der Lichtstrahl, der genau mittig auf die Linse geht, da wird natürlich auch nichts gebrochen. Der geht einfach komplett da durch. Nehmen wir einen interessanteren Fall. Wir haben diesen Lichtstrahl, der trifft hier auf unsere Linse. Nun, er wird gebrochen, weil wir kommen von einem optisch dünneren in ein optisch dichteres Medium. Und das Lot wäre etwa so schräg zu sehen. Ihr müsst bedenken, die Linse ist da gebogen. Also werden wir hier etwas gebrochen und dann brechen wir uns wieder. Der Lichtstrahl, weil wir ja vom optisch dichteren ins optisch dünnere gehen, wir kriegen so einen Lichtstrahl hin. Gucken wir uns noch das Gegenüber an. Auch der hier wird wieder gebrochen. Und nochmal gebrochen. Schlussendlich zeigen also alle Lichtstrahlen auf einen Punkt. Diesen Punkt nennen wir groß F, die Brennweite. Den Brennpunkt und die Entfernung nennen wir Brennweite. Und geben wir das Zeichen klein f. So, warum Brennpunkt? Naja, das wird einsichtig. Das Lupenbeispiel von vorne, vorhin mit dem Sonnenlicht an einem wunderschönen Sommertag. Nehmt mal ein Blatt Papier. Wenn ihr hier seid, seht ihr noch einen Kreis. Umso weiter ihr zum Brennpunkt kommt, umso kleiner wird der Kreis wieder. Schlussendlich ist es wirklich nur noch ein Punkt. Und wenn die Sonne stark genug strahlt, werdet ihr merken, dass das Papier einfach vielleicht in diesem Punkt anfangen kann zu brennen. Geht wieder weiter hinaus. Könnt ihr euch das vorstellen? Die gehen natürlich hier so weiter, kriegt ihr wieder ein Kreis, der immer größer und umso weiter weg geht, da brennt auch wieder nichts. Also nennt sich das Sammellinse, weil das Licht sich sammelt. Umgekehrt aber, wenn, wir haben gesagt, der Lichtstrahl lässt sich nochmals umdrehen, wenn ich also hier genau den Brennpunkt an der Linse eine Lichtquelle setze, also hier eine kleine Diode hin, die ein bisschen leuchtet, dann wird das Licht nach der Sammellinse parallel sein. Also ich kann auch mit der Sammellinse paralleles Licht erzeugen. Nun, interessant wird der ganze Fall, wenn ich mir mal versuche, etwas anzuschauen, das ich abbilden kann. Nehmen wir hier einen Gegenstand, also einen Pfeil, und nennen den die Höhe groß G, die Gegenstandshöhe, und schauen uns mal da das Licht an. Zuerst mal parallel zu unserer senkrechten Geraden da. Und zur Einfachheit halber macht man bei solchen Skizzen die Brechung nicht immer zweifach. Ich meine, schlussendlich ist uns das, was in der Linse passiert, oftmals egal. Deswegen geht man hin und sagt einfach in der Mittelebene, das wäre das hier, Ebene, wird einmal das Licht gebrochen. Natürlich findet das nicht so statt, aber es vereinfacht uns das Ganze. Jetzt sagen wir einfach, wir brechen einmal hier. Dann wäre hier unser Brennpunkt groß F. Und wir gucken mal, das Licht wird natürlich hier so weitergehen. Schauen wir uns den Lichtstrahl hier an. Der geht hier einmal so durch. Und der Punkt, der Lichtstrahl, der durch die Mitte geht, der wird nicht gebrochen. Das heißt, der geht hier auch weiter. Irgendwo treffen sich die zwei. Und wenn ich jetzt noch
den hier anschaue, wenn ich von hier Licht ausgeht, der geht immer komplett hier durch. Das heißt, alles Licht, das von hier ausgeht, trifft sich in dem Punkt. Von unserem Pfeilrumpf trifft es auch auf jeden Fall hier. Das heißt, unser Bild, das entsteht wieder da. Groß B soll die Bildhöhe sein. So, und jetzt gibt es hier eine Linsengleichung. Die betrifft jetzt nicht die Groß Bs und Groß Gs, sondern die Gegenstandsweite, klein g, und die Bildweite, der Abstand des Bildes zur Mittelebene, und unsere Brennweite, die kennen wir von vorher noch, das ist der Abstand von hier nach da. Vom Brennpunkt zur Mittelebene. Und nun sagt unsere Linsengleichung Folgendes aus. 1 durch die Gegenstandsweite plus 1 durch die Bildbreite ergibt 1 durch die Brennweite, also 1 durch f. Eine sehr komische Gleichung, aber damit kann man Dinge ausrechnen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Brennweite und die Bildweite kennt, kann ich auswählen, wie groß der Gegenstand eigentlich ursprünglich weg war und so weiter und so fort. Aus einem der ersten Videos zum Thema Optik kennt ihr noch den Abbildungsmaßstab. Und da haben wir gesagt, der Abbildungsmaßstab A ist einfach B durch G, auch das gilt weiterhin hier. Und natürlich auch klein b durch klein g, das bleibt alles. Was ihr euch mal vielleicht selbstständig überlegen könnt, was passiert, wenn wir hier das G, also unser Gegenstand, ein bisschen näher an die Linse rücken, dann wird das Bild weiter wegrücken. Versucht es einfach mal selber zu skizzieren. Und natürlich umgekehrt, wenn ich das weiter weg hier rücke, kommt das Bild näher hier ran.